Aber eins muss er den Entwicklern einfach lassen. Level Design können sie. Das sieht so mega geil aus hier. Generell. Wenn sie was gut aussehen lassen wollen, kriegen sie es hin, dass es gut aussieht. So wie hier. Och nö. Aber warte mal, ich kann doch an dir vorbeilaufen. Du hast dich doch vorhin auch nicht direkt angegriffen. So. Ihr könnt mir auch mal gestohlen bleiben. Boah, da sind zwei in der Mitte, einer rechts. Ja, die Gegner hier scheinen wohl relativ Standard zu sein. Ich meine, die sind besiegbar, aber zu zweit? Schon richtig ätzend. Ich habe eben schon gedacht, es bleibt unten und wollte mich schon wieder aufregen. Aber da ist wohl, läuft wohl alles richtig. So. Mein lieber Gargoyle-Freund. Diesmal wirst du mich nicht so auf den falschen Fuß erwischen. Na gut, vielleicht doch. Darf ich mich vielleicht mal heilen? Nein, keine Schwanzattacke. Komm her. Interessant wäre jetzt mal zu wissen, ob der auch tot bleibt. Oder was heißt auch? Die anderen bleiben ja gar nicht weg. Also das kann ich halt nie so einschätzen. Ob Gegner jetzt dauerhaft besiegt sind oder nicht. Und für was bin ich jetzt hierher gekommen? Achtung, vor dir springen. Ja klar, natürlich. Okay, aber da haben wir den einen Weg schon mal abgehakt. Aber wo geht's denn hier nebenhin? Da gibt's keinen Weg zurück. Wo führst du mich hin? Da geht's noch weiter runter. Ich laufe in meinem Kreis. Vielleicht liegt hier ein Item irgendwo auf dem Sims. Ah, da bin ich jetzt. Okay, okay, ich verstehe. Aber ich glaube, ich gehe da hinten noch mal einen Ticken weiter runter. Keine Ahnung, ob man das soll. Aha. Wieder Dämonen-Titanit. Ah, okay. Da geht's wirklich nur zu der Truhe. Das alles nur für einen Dämonen-Titanit. Ja gut, ist okay, ist okay. Bin jetzt schon einverstanden. War jetzt auch nicht. Also ist jetzt nicht so, dass ich hier tausendmal gestorben bin. Wie zum Beispiel in Sens Festung. Bei diesen Drecks-Blitz-Viechern. Aber das Dämonen-Titanit ist schon verdammt gut versteckt. Und bewacht. Aber schauen wir mal.
So, das heißt, Weg Nummer 1 ist abgehakt. Hier geht's weiter nach oben. Dann gehe ich erstmal hier rein. Keine Ahnung, wo mich das hinbringt. Zu einem Leuchtfeuer. Ich Vollidiot, hätte einfach nur nach links gehen müssen. Oh, hi. Wer bist du denn? Das sieht mir nach einem Geheimgang aus. Nein. Hallo. Well, you are a rare visitor. Welcome to the lost city of Anor Londo, chosen undead. If you seek Lord Gwyn's old keep, exit here and head straight yonder. If you are the chosen one, a revelation shall visit thee. What follows thereafter depends upon you. Oh. What is it? What am I? Well, I am the keeper of the bonfire. If not for me, what beacon would there be in this lost city? A gatekeeper and a guide. That is my calling. The bonfires attended by the keepers are special. They are linked to one another, and their flames never die. Yet never shall the keepers of these flames meet. If you require rest, now is the time. That is, after all, what the bonfire is for. If you require rest, that is... Okay, die ist eine Feuerhüterin. Und wir haben wieder 10 Estus-Flakons. Im Feuerbandschrein hatten wir auch eine nette Dame, die jetzt leider tot ist. Aber da haben wir auch immer 10 Estus-Flakons gekriegt. Heißt es, an Feuern, wo eine Feuerhüterin ist, kriegen wir immer 10 Estus-Flakons? Die bewachen diesmal 2 Truhen. Das heißt, die müssen wieder sterben. Ich will mal gucken, was passiert, wenn ich das hier mache. Ich mach 11 Schaden. Okay, dann töte ich einen mit dem Bogen, den anderen normal im Kampf. Mache ich mehr Schaden, wenn ich den Kopf treffe? Ich glaube, dafür bin ich original zu weit weg. Wieso schieße ich so durch den durch? Ich gehe mal noch einen Schritt näher dran. Vielleicht mache ich da noch ein bisschen mehr Schaden. Ja. Aber so lassen wir das jetzt. Noch näher rangehe ich nicht. Am Schluss trigger ich noch den, der rechts um die Ecke steht. Und dann gucke ich wieder dumm. Ich will jetzt mal auf Nummer sicher gehen. Fressen halt verdammt viel Pfeile, aber dafür muss ich sie nur einmal besiegen, um an die Kisten zu kommen. Ansonsten komme ich ja gut an denen vorbei. Seht ihr, was da passiert? Ich glaube, aus der Kiste wird so ein Monster. Habt ihr es gesehen? Wie er da drin gehangen hat und die Füße gewackelt haben. Ich glaube, da muss ich vorsichtig sein. Ich glaube, ich kämpfe einfach hier draußen. Hier ist deutlich mehr Platz. Ich meine, warum nicht? Lass mich den Platz doch ausnutzen, wenn er mir zur Verfügung steht.
Der will an seinen Platz zurück. Na, komm wieder her. Da geht halt nichts durch, ne? Soll ich erst noch den machen? Dass ich flexibler bin? Wenn da wirklich so ein Monster rauskommt. So, komm mal hier rein, mein Freund. Dann kriegen wir das alles schon hin. Ja, groß und stark sein ist eben nicht alles. Oh, der hat was gedroppt. Okay, dann hole ich mir das erstmal. Ein riesenhelle Bade. Verdammt. Nicht, dass man einfach keinen Schaden macht, ne? Erst diese Truhe hier an. Die sieht gut aus. Funkeltitanit. Der hat auch so eine goldene Waffe. Na, die Gäschen. Du kleiner Scheißer. Aber der ist kleiner als der andere, den ich gesehen habe, oder? Also in Sens Festung, der war größer. Ach Gott, schon bist du lustig. Ja, das ist so eine Krapsch-Attacke, glaube ich, dass er mich fressen kann. Okay, wenn man entsprechend Platz hat, sind die gar nicht so schwer. Und eine kristallhelle Bade. So. Da ich eh direkt am Feuer bin, mache ich erstmal ein Level up. Und ansonsten kann ich ja dann einfach an denen vorbeilaufen. Aber den offiziellen Weg habe ich ja jetzt, von daher will ich da jetzt auch gar nicht. Also ich muss ja gar nicht weiter erkunden. Ich schau mal die neuen Waffen an. Kristallhelle Bade. So. Mein Speer geht voll klar. Gibt mir aber keinen Attributboni. Dafür brauche ich 16 Stärke. Da ist die Riesenhelle Bade. Dafür brauche ich 36 Stärke. Ah, das hat auch irgendeinen Effekt. Was ist denn dieser Kristalleffekt? Weiß ich nicht. Naja, gut, egal. Also an den zwei komme ich ja vorbei. Ich glaube, da sind wir uns einig, aber der eine wird mir hier im Weg stehen. Gucken wir mal, was passiert.
Darf ich mal durch? Hallo? Hallo? So, ich glaube, ich habe das Gefühl, dass die wieder in ihren Platz zurückgehen, wenn man weg ist. Also die anderen sind zumindest... Oh, wo geht's denn hier hin? Wieso ist das gelb? Scheiß drauf, ich habe keine Seelen, ich habe 10 Pflaster und noch keine Gesundheit verloren. Ich gehe da jetzt einfach knallhart rein. Boah, das ist bestimmt irgendwas Wichtiges. Leuchtenden Nebel. Versiegt? Versiegelt durch die Macht des großen Fürsten Gwyn. Aber ich hatte keinen anderen Weg. Kann ich hier vielleicht einfach noch gar nichts machen? Muss ich vielleicht doch essen im Finsterwaldgarten? Oh, hallo. Bist du etwas sauer auf mich? Ich mach den jetzt einfach, dass ich meine Ruhe hab. Ach ja, und jetzt verpisst du dich wieder da was. Hier werde ich wohl noch irgendwas brauchen. Aber was? Ich gucke mich jetzt da vorne noch mal ein bisschen um. Aber hier gibt es keinen anderen Weg. Hier ist Hook. Rechts ist nur das Feuer. Links war der Gargoyle und sonst auch nicht mehr. Vielleicht gehe ich dann dort doch mal in den Finsterwurzgarten. Ich meine, da komme ich bestimmt auch noch irgendwie hin. Ich guck mal von oben drauf. Da links führt eine Brücke dahin. Das heißt, ich muss irgendwie in dieses Gebäude hier reinkommen. Oder ich komme von dem Gebäude aus darüber. Auf jeden Fall... sind aktuell beide nicht für mich erreichbar. Okay, Finsterwurzgarten, ich komme. Da war ich ja schon mal. Ist jetzt kein komplett unbekanntes Gebiet für mich. Naja, eigentlich doch. Ich bin einfach nur panisch durchgerannt. Schade, jetzt habe ich, hier mal ein Feuer mit 10 Flakons und das ist so der Standard hier. Nein. Da kann ich jetzt wieder zurück. Aber mein Gott, ein kleiner Waldspaziergang ist doch auch was Schönes. Warum denn nicht? So. Bis jetzt sieht es doch eigentlich alles... Oh, hi! Da, jetzt kommt man wieder in diesen abgefuckten Außenbereich. Ja... Das sieht schon ziemlich heruntergekommen aus, wenn man einmal in Anor Londo war und gesehen hat, wie es richtig geht. Oh, jetzt bin ich hier auf der anderen Seite von der Brücke. Ja. Aber er fährt runter. Das heißt, ich fahre jetzt und dann, ja. Das bedeutet aber auch, dass die zwei Schlangen am Eingang wieder da sind. Nö, ich gehe nicht raus.
muss halt echt aufpassen, dass ich da jetzt nicht noch dumm drauf gehe oder so. Ja, das war ein bisschen risky. So, da laufe ich jetzt einfach durch bis ans Feuer davor. Und resette das Ganze wieder. Und hab dann erstmal meine Ruhe. Ich will auch noch wissen, was da unten, was diese zwei Typen bewachen. Das habe ich nicht vergessen, meine Freunde. Das kommt dann noch. Da müsst ihr euch nochmal mit dem Elend angehen. So, 2500 Seelen für ein Level-Up reicht's nicht. Aber ich guck mal. Well, you must need it. Kann ich denn noch verstärken? Soll ich das mal weiter verstärken? Ich meine, vielleicht komme ich irgendwann mal zu Gegnern, wo mir Blitzschaden nicht viel hilft. Aber das kann ich dann immer noch machen, oder? Nee, da warte ich jetzt erstmal. Tschüss. Und jetzt gehe ich einfach mal hier raus. Ich meine, ich könnte auch bei der anderen, an der anderen Stelle hier hingekommen, in das Gebiet. Da, wo ich Havel besiegt habe. Den dicken Turmwächter. So, was haben wir denn hier? Leuchtende Blumen. Mit denen kann ich nichts machen. Ich denke mal, das ist so eine Art Lichtquelle oder sowas. Da vorne läuft was. Stimmt, als ich beim letzten Mal hier war, da sind ja so Bäume rumgelaufen, die mich fertig gemacht haben. Und die habe ich nicht mal ansatzweise so schnell besiegt wie jetzt. Geben auch nur 100 Seelen. Vielleicht hätte ich ja doch schon früher hier sein sollen. Schritte da. Na komm her. Oh cool, die droppen so Kräuterzeug. So, wo komme ich hier hin, wenn ich da runter gehe? Oder ist es da, wo ich schon mal war? Ich bin doch einmal panisch da durchgerannt. Schon ziemlich lange her, war relativ am Anfang. Ah, oben ist der Garten, unten ist das Becken. Das sind zwei unterschiedliche Gebiete. Ich bleib erstmal oben. Und guck mal, ob ich hier irgendwas Interessantes finde. Weil das war nämlich der Weg hier. Da bin ich da panisch durchgerannt und hab dumm geguckt, als mich die Bäume angegriffen haben. War so hoffnungslos überfordert mit allem. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Also nicht an die Stelle, aber dass sie sowas können. So eingegraben sein. Ja, ist schon ziemlich dunkel hier. Da gucke ich lieber doppelt und dreifach, ob ich irgendwas übersehe. Oh, was haben wir denn da? Eine große Soldatenseele. Was haben wir da? Versuch's mit Springen. Da kommt man doch bestimmt auch anders irgendwie hin. Aber ich behalte es mir mal im Hinterkopf. Wenn da irgendwas so auffällig leuchtet, ne? Aber ich glaube, hier war ich auch und konnte die Tür nicht aufmachen.
Vorrichtung verschlossen. Da ist ein Feuer. Das ist ja interessant. Okay, ich weiß nicht, ob das jetzt gut war, mich an das Feuer gesetzt zu haben. Und das ist anscheinend standrelevant, wenn man durch diese Tür kann. Ich bin jetzt von da gekommen, dann gehe ich einfach mal nach da weiter. Hier kommen, hier graben sich welche aus. In die Falle bin ich eben schon mal reingetappt. Gott, wie einfach das ist. Also, es wird natürlich noch schwerer, davon kann man, glaube ich, ausgehen. Aber im Vergleich zum ersten Mal, als ich hier war, da lag hier nämlich ein Item, das habe ich mir nicht mitgenommen. Ja. Und bis hierhin konnte ich dann überhaupt nicht weitergehen, weil ich da dann gestorben bin. Ich weiß nicht, ob es ein Gegner ist. Es ist ein Gegner, das hätte ich vorher schon draufschlagen können. Das sieht mir sehr langsam aus. Hat er mich gerade geheilt? Ich glaube, das war ein Heilzauber, der alles in Umgebung heilt, also sich selber auch. Ich glaube nicht, dass der mir einen Gefallen tun wollte. Wenn ihr das wisst, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich hab's gewusst. Da hinten lagen zwei rum, aber es ist zum Glück nur einer aufgestanden. Weil ich kann mir vorstellen, dass sie sich dann gegenseitig heilen. Dieses Holzknarzen, da denke ich die ganze Zeit, dass irgendwelche von diesen Baumdämonen-Gegnern wieder aufstehen. Oh. Aber Ritterrüstungen sind in der Regel Stärkeausrüstungen. Und da ich noch eher auf Geschicklichkeit bin, wird mir das, glaube ich, nicht so viel weiterhelfen. Aktuell. Dumm, ich wollte nicht. Dumm. Ich wollte weder treten, noch hätte ich den zweiten Schlag ansetzen sollen. Es ist schön, wenn man das erste Mal in ein Gebiet kommt, noch so mega vorsichtig ist und dann tatsächlich auch mal vorwärts kommt und was entdeckt. Und halt einfach tausendmal stirbt, weil man ungeduldig und hektisch wird. Hallo, mein Freund. Da geht's rein. Erstmal gucke ich mich hier noch ein bisschen um. Und da ist wieder so einer. Thank you.
Versuch's mit Zauberei. Okay. Was soll ich denn verzaubern? Ist das etwa ein Bosskampf? Finden wir es raus.